Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, in dem heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Natürlich, in diesem Fall sind es 10 Frühjahrsjacken geworden. Jacken für den Frühling, jetzt für den Anfang Sommer, so Übergangsjacken. Und ich habe mir 10 rausgesucht, die sind sehr, sehr nice. Ein paar coole Pieces auf jeden Fall dabei. Und ich denke, für jeden Geschmack ist auf jeden Fall auch was am Start. Deswegen will ich gar nicht lange drum herum reden und wir fangen erstmal an mit Jacke Nummer 1. So Leute, Jacke Nummer 1, wie es auch zu sehen ist, was auf keinen Fall fehlen darf, ist einfach eine Levi's Jeansjacke. Und zwar Jeansjacke generell im Sommer ist sowieso ein Evergreen, kann man jeden Sommer rocken. Und die Levi's, diese klassische Levi's Jeansjacke hier, in diesem Colorway, in diesem ausgewaschenen Blau, finde ich sowieso sehr, sehr nice und kann ich jedem nur empfehlen. Wenn ihr sowas einmalig kauft, könnt ihr das auf jeden Fall jeden Sommer wieder rocken. Ist immer cool kombinierbar zu kurzen Hosen etc. Auf jeden Fall sehr nice kombinierbar. Und für mich persönlich auf jeden Fall nichts Verkehrtes für den Frühling. Deswegen fangen wir an mit etwas ganz Einfachem, was ganz sicherlich immer am Start sein kann, ist auf jeden Fall diese Jeansjacke von Levi's. Machen wir weiter mit Jacke Nummer 2. Und Jacke Nummer 2 ist eine relativ clean Jacke, die ich bei Mango Man gesehen habe. In so einem dunkelblauen Colorway. Gefällt mir extrem gut, muss ich sagen. Natürlich auch, wie das Ganze kombiniert wurde in diesem Blau-Blau-Colorway. Aber ich mag die Jacke einfach. Die hat mir einfach gut gefallen. Hat so ganz leichten Workwear-Touch, aber nicht wirklich in diese Workwear-Richtung. Trotzdem finde ich sie sehr genial. Deswegen dachte ich, nehme ich sie mit rein. Wer sowas sucht, die gibt es gerade aktuell bei Mango Man. Weiter geht's mit Jacke Nummer 3 und Jacke Nummer 3 ist so eine Art Bomberjacke, Baumwollbomberjacke und zwar in so einem Beige-Ton, die ich bei Bershka gefunden habe und ich finde sie sehr cool, weil das einfach mal ein bisschen was anderes ist. Ich mag diese Töne extrem gerne im Sommer, sie ist eine leichte Jacke und ist einfach mal ein bisschen was anderes, was man nicht an jeder Ecke findet. Dementsprechend dachte ich, passt sie perfekt in diesen Frühjahrsjacken. 10 Favorite Pieces der Woche auf jeden Fall mit rein. Ich werde mir sie auf jeden Fall selber mal anschauen. Gefällt mir sehr gut und für den Preis 45, fast 46 Euro kann man das Ganze sich auf jeden Fall mal abchecken. Dementsprechend Jacke Nummer 3 von Bershka. So Leute, Jacke Nummer 4 habe ich euch auch schon mein latest Pickup so ein bisschen vorgestellt. Und zwar ist das eine Workwear-Jacke von Zara. Und ich muss euch sagen, dieser cremefarbene Colorway, dachte ich, komm, die gefällt mir so gut, die nehme ich nochmal mit rein. Dementsprechend möchte ich sie auch in diesen 10 Favorite Pieces der Woche auf jeden Fall euch empfehlen. Ist gerade diesen cremefarbenen Colorway extrem nice für den Sommer, finde ich persönlich. Und diese habe ich mir selber sogar gekauft. Kann ich euch wirklich dementsprechend wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr das Ganze ein bisschen leicht oversized haben wollt, nehmt einfach eine Größe größer. Wenn das Ganze so ähnlich wie ein Fit, wie so eine Jeansjacke haben soll, nehmt einfach eure reguläre Größe. Bei mir, ich habe das Ganze so ein bisschen normal gehalten, nicht so oversized. Deswegen habe ich bei mir eine Größe M genommen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr geniale Jacke. Die ist Jacke Nummer 4. So Leute, Jacke Nummer 5 ist eher so eine Kapuzen-Sweatjacke und ich finde, das ist ideal für diese einfach zum Rausgehen, Chillen, gerade diesen Creme-Colorway, die gibt es gerade aktuell bei Zara und ich finde sie einfach nur nice. Dementsprechend dachte ich, hey, so ein Zipper-Hoodie-Zipper-Sweatjacke finde ich auf jeden Fall extrem cool. Ich habe sie gesehen, sie hat mir gefallen, deswegen dachte ich, sowas passt auf jeden Fall gut in diese Kategorie mit rein und dementsprechend ist das hier meine Jacke Nummer 5. So Leute, machen wir weiter mit Jacke Nummer 6 und Jacke Nummer 6 wieder was ganz Spezielles, nicht jedermanns Sache, aber auch das ist gerade so ein bisschen im Trend und zwar dieses ganze Paisley-Bandana-Muster. Viele Leute haben das jetzt letztes Jahr extrem gefeiert, viele Marken haben davon was rausgebracht und natürlich hat auch Urban Outfitters diesen Trend geschnuppert und mit aufgebracht und was Neues einfach reingebracht und dementsprechend ähnlich zu diesen Capital japanischen Jacken haben die jetzt einfach sowas hier rausgebracht. Finde ich persönlich nicht schlecht. Und ich dachte, da das Ganze einfach mal ein bisschen was anderes ist, nehme ich sowas mit rein. Ich persönlich für mich muss sagen, ob sowas für mich wäre, weiß ich nicht genau. Aber ich finde es cool aus bei anderen Leuten. Und wer sowas sucht, kann das auf jeden Fall abchecken als Jacke Nummer 6. Sowas gibt es gerade aktuell bei Urban Outfitters. Natürlich, wie ihr seht, nicht mehr in allen Größen, aber es gibt zum Beispiel auch noch andere Colorways. Es gibt so einen beigen Colorway. Verschiedenste Colorways sind auf jeden Fall am Start. Aber ich fand das Blaue jetzt hier persönlich am nice. Und wie ihr hier schon seht, ich denke mal, die werden auch alle unterschiedlich aussehen. Das heißt, die Jacke, die ihr bestellen würdet, sieht nicht genau so aus oder nicht genau so. Das ist alles so ein bisschen so ein Mix. Dementsprechend auf jeden Fall cool. Checkt das auf jeden Fall ab. Die gibt es gerade bei Urban Outfitters. So Leute, was darf auf keinen Fall fehlen? Und das ist das Thema Workwear-Jacken. Und gerade die Workwear-Jacke Nummer 1, die auf jeden Fall immer wieder bei vielen gut
Hype ist, ist einfach die Hard Workwear Jacke, die Detroit Jacket. In dem Fall gibt es die in zwei Colorways. Ich habe die jetzt mal in dem schwarzen Colorway mit reingenommen. Natürlich markant dafür immer dieser Kordkragen. Und ja, auch in der beigen Variante hat diesen braunen Kordkragen auch sehr, sehr nice. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken, gibt es gerade bei Zalando, aber die findet ihr auch noch in diversen anderen Adressen auf jeden Fall. So Leute, machen wir weiter mit der nächsten Jacke und die nächste Jacke ist was ganz Besonderes. Und zwar ist es eine Kollabo von Ralph Lauren zusammen mit der Major Baseball League aus Amerika. Und ich finde die Sachen sehr cool. Gerade diese New York Yankees Jacke in der Kollabo mit Ralph Lauren finde ich extrem nice. Allerdings muss ich sagen, für mich ein bisschen zu teuer. Aber ja, ich dachte, ich nehme es mal mit rein, weil es etwas ganz Besonderes ist, was ihr nicht jedes Jahr an jeder Ecke bekommt. Das sind immer so kleine Pieces, so saisonale Pieces, die gerade einfach gedroppt werden. So eine Art College-Jacke und ich persönlich, ich hätte sie extrem gerne, aber wie gesagt, 600 Euro für so eine Jacke ist mir einfach zu teuer. Aber dementsprechend, ich finde sie extrem cool. Es gibt die auch noch in einem Colorway, es gibt die auch noch für Kids, es gibt die auch noch von Dodgers, LA Dodgers und eine Cubs und sowas. Also es gibt drei verschiedene Varianten davon. Aber gerade diese Variante von Ralph Lauren mit New York Yankees fand ich persönlich am besten. Dementsprechend dachte ich, hey, zeige ich euch. Wie gesagt, wer sowas sucht oder wer sowas sagt, boah, das könnte ich auf jeden Fall gut in meinem Kleiderschrank gebrauchen, checkt das auf jeden Fall ab. Finde ich extrem genial als Jacke Nummer 7. So Leute, bleiben wir beim Thema Bomberjacken bzw. Collegejacken. In dem Fall ist jetzt hier eine Bomberjacke und zwar in dem dunkelblauen Colorway. Die gibt es auch noch in dem grauen Colorway, aber in dem dunkelblauen Colorway fast schwarz finde ich sie wirklich sehr cool, weil sie, hier steht jetzt aus Hanf bzw. Leinen ist, also echtes Hanfmaterial, ist ja wie Leinen, ist sehr leicht, ideal für den Sommer als Übergangsjacke für abends, für die wärmeren Tage, super Jacke, die man gut mitnehmen kann. Das Einzige, was ich euch sagen muss, wenn ihr sowas kauft, achtet darauf, die Sachen sind extrem knitteranfällig. Das heißt, ihr seht da extrem viele Falten, relativ schnell. Dementsprechend, die Jacke ist cool, aber solche Sachen müsst ihr natürlich immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr euch sowas kauft. Wirklich coole Jacke, aber der Nachteil ist natürlich, dass es schnell kittert. Aber 100 Euro ist auf jeden Fall voll vertretbar. Und auch der helle Colorway, ich zeige euch das nochmal, in hellgrau, auch sehr, fast schon weiß, sehr, sehr nice. Mir gefällt der blaue aber ein bisschen besser, muss ich sagen. So Leute, und dann kommen wir zur letzten Jacke und die letzte Jacke natürlich, was darf nicht fehlen an der Stelle als Übergangsjacke, ist immer ein Trenchcoat. In dem Fall habe ich den hier von Selected Om ausgewählt. Selected Om ist einfach eine gute, solide, qualitätstechnisch wirklich solide Marke und den gibt es in verschiedenen Colorways. Mir gefällt beige natürlich am besten, beziehungsweise auch dunkelblau finde ich cool und sehr einfach gehalten. Ich habe jetzt bewusst keinen genommen, wo ihr nochmal so ein Bändel drum habt. Sowas könnt ihr euch auch suchen, also bei Zalando gibt es diverse Trenchcoats, aber das Trenchcoat finde ich sehr nice und erst nochmal reduziert, 20% Nachlass, dementsprechend sehr, sehr cool. So Leute, das war es wieder mit meinen 10 Favorite Pieces der Woche. In dem Fall waren es die Frühlingsjacken, Übergangsjacken, wie ihr auch immer das nennen möchtet. Ich denke, da war auf jeden Fall was Solides dabei, gerade auch diese New York Yankees mit Ralph Lauren, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. Dementsprechend checkt die Links unten in der Beschreibung ab. Ihr findet natürlich alles wie immer unten in der Infobox und dementsprechend lasst mir gerne ein Abo da und ein Like und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.